Wir erklären, wie Bioprodukte kontrolliert werden. Alex kehrt nach seinen Radtouren oft in Maikes Bio-Hofladen ein. Dort schätzt er Geschmack und Qualität der Produkte. Und doch ist ihm nicht ganz klar, was genau steckt hinter Bio und wie unterscheidet sich Maikes belegtes Brötchen von einem konventionellen. Das erklärt ihm Maike gerne. Bio und Öko sind geschützte Begriffe. Was Biolandwirtschaft bedeutet, definiert die EU-Öko-Verordnung. Diese gilt aber nicht nur für landwirtschaftliche Betriebe, sondern auch für Unternehmen, die Bioprodukte verarbeiten, lagern, importieren oder vermarkten. Mindestens einmal jährlich überprüfen Mitarbeitende einer staatlich zugelassenen Kontrollstelle Maikes Betrieb. Etwa auf die Nutzung unzulässiger mineralischer Dünger und chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel. Finden sich zum Beispiel verdächtig wenig Ackerkräuter im Feld oder im Gewächshaus keine Nützlinge wie Raubmilben auf dem Gemüse? Dann nimmt das Kontrollteam Boden, Blatt oder Produktproben und lässt diese im Labor auf unzulässige Stoffe untersuchen. Bei dem Kontrollgang wird auch geprüft, ob die Tiere artgerecht gehalten werden. Sind sie sauber und gesund? Haben die Tiere einen ausreichend großen Auslauf am Stall? Für Rinder ist außerdem Weidegang Pflicht, sofern die Witterung es zulässt. Außerdem prüfen die Kontrolleurinnen und Kontrolleure, ob die Menge von zugekauften Betriebsmitteln wie Futtermittel oder Saatgut im Verhältnis zu den verkauften Bioprodukten plausibel ist. Ähnlich verläuft die Kontrolle bei Bäckereien, Molkereien und Metzgereien. Dort werden das Lager, die Verarbeitungsräume und der Verkaufsraum inspiziert. Zum Beispiel wird kontrolliert, ob die Rohstoffe aus ökologischer Produktion stammen oder die verwendeten Zusatzstoffe für Bioprodukte zugelassen sind. Stellen Unternehmen neben Bioprodukten auch herkömmliche Lebensmittel her, wird überprüft, wie die Trennung der konventionellen und ökologischen Zutaten und Produkte gewährleistet wird. Anhand der betrieblichen Dokumentation, die auch die Rezepturen umfasst, werden die Zukaufs- und Verkaufsmengen verglichen und auf Plausibilität geprüft. Bei Mängeln erteilt die Kontrollstelle Auflagen und überprüft den Betrieb erneut. Kommt es zu wiederholten Verstößen, kann der Bio-Status aberkannt werden. So ist bei Maikes Brötchen gewiss, jede Zutat und jeder beteiligte Betrieb erfüllt die Anforderungen der EU-Öko-Verordnung. Toll! Mit diesem Wissen schmeckt Alex sein Brötchen noch viel besser. Auch Sie wollen mehr zu Biokontrollen und ökologischer Landwirtschaft erfahren? Mehr Informationen finden Sie auf ökolandbau.de.